Mehrere Aktionen gleichzeitig präsentierte Dülmen Marketing jetzt in der Dülmener Innenstadt. Während in der Marktstraße die Stände des Spezialitätenmarktes zu finden waren, hatten auf dem Marktplatz private und gewerbliche Händler ihre Stände für den Büchermarkt aufgebaut. Ob Romane, Bildbände oder Hörbücher, für jede und für jeden war etwas dabei. Ja, insgesamt haben wir sogar heute 4 Veranstaltungen, neben dem Viktormarkt mit der Büchermeile, dann der Veranstaltung gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Made in Dülmen. Dann haben wir unseren Spezialitätenmarkt, der ja jeden Samstag stattfindet, und heute Abend noch die Cocktailnacht. Also wir haben schon eine krasse Bündelung von vielen Aktivitäten. Es sind ungefähr 30 private Bücherhändler, nennen wir sie mal, die dann nicht nur Bücher verkaufen, sondern auch CDs oder Produkte aus dem Randbereich. Dazu kommen dann noch ungefähr 30 gewerbliche Händler, die sich dann auch noch hier präsentieren. Ob Kinderbücher, Romane oder Bücher über Diana oder Helmut Kohl, auch zu aktuellen Gedenktagen und Ereignissen boten die Händler passende Lektüre auf dem Büchermarkt an. Die Preise waren erschwinglich. Wie sind denn so die Preise jetzt für ein gebrauchtes Buch? 15% oder was nehmen wir? Ja, so ungefähr. Also das kommt immer darauf an, aber meistens 50%, weil die auch relativ neuwertig sind. Und also heute Morgen war es relativ chaotisch. Also die ganzen Autos standen hier überall, aber jetzt haben die sich alle irgendwie organisiert und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Was kann man denn verlangen praktisch für ein Buch? Also so 50% vom Neupreis oder was ist so die Marschrichtung? Weniger, also auf jeden Fall weniger. Ich habe jetzt Stände mir angesehen, da liegen die Bücher zwischen 1 bis 3 Euro. Es kommt auch wirklich drauf an, wenn es neuere Bücher sind, dann gehe ich da durchaus auch mal auf 3, 4, 5 Euro. Kann man jetzt gar nicht so genau sagen, ob es auch eben aktuelle Bücher sind oder ein bisschen abgegriffener. Was wird denn am meisten nachgefragt, verlangt? Kinderspiele, Kinderbücher, CDs, DVDs, Spiele, Kinderspiele, Computerspiele. Wir haben 2 Mädchen, habe ich jetzt nicht dabei, aber da ist oft die Nachfrage nach diesen Spielen auch. Seit dem 5. August präsentiert sich der Spezialitätenmarkt immer samstags mit wachsender Resonanz. Sonst auf dem Marktplatz waren diese Stände jetzt in der Marktstraße aufgebaut. Das Konzept des Spezialitätenmarkts kommt an, denn samstags können auch diejenigen den Markt besuchen, die werktags arbeiten müssen. Ja, das ist ja unser jüngstes Baby. Wir sind extrem glücklich darüber, dass es so gut angenommen wird. Unser Ziel war ja, als wir Anfang August damit gestartet sind, die Innenstadt zu stärken, samstags halt eine ganze Menge Leute in die Innenstadt zu holen, mit dem Ziel, man geht in die Stadt, man trifft Leute, man trinkt da vielleicht mal ein Weinchen zusammen oder holt sich was Leckeres zu essen, einfach Leben in die Stadt zu bekommen. Und da muss man sagen, es hat super gut funktioniert bis dato. Wir sind eigentlich überrannt worden, auch obwohl das Wetter ja im August sehr, sehr, sehr bescheiden war. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das über den Versuchsballon hinausgehen wird und dass wir dann auch im November dann oder ab November dann weiter jeden Samstag einen Spezialitätenmarkt hier haben werden. Erstmals auf einem Markt mit Obst und Gemüse vertreten, hat das Anna-Katharinen-Stift Karthaus mit seinem Stand sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, die ersten Erfahrungen sind eigentlich relativ gut. Mich wundert, dass die Leute das so annehmen. Ja, wir haben immer sehr viel Publikumsverkehr, was uns auch wundert. Wir haben eine wunderbare Atmosphäre, wenn wir da oben stehen, weil der Markt dann in einem Kreis aufgebaut ist und dadurch eine sehr schöne Atmosphäre abgibt. Aber auch andere Standbetreiber machen auf dem Spezialitätenmarkt gute Geschäfte. Also ganz lustigerweise, bei Regenwetter ist besserer Besuch als bei gutem Wetter. Ja. Also wir züchten auf jeden Fall selbst alle Wildpilze, bis auf die Pfifferlinge. Die kommen aus dem Ausland, weil wir die hier noch nicht züchten dürfen, da die unter Artenschutz stehen. Der Rest ist alles Selbstgezüchtung. Also der Markt wird sehr gut angenommen. Also dadurch wird die Stadt auch wieder neu belebt. Wir stehen auch freitags hier und es ist eigentlich ein reger Zuspruch zu verzeichnen. Ja, es ist eine schöne Sache. Kommen dadurch gerne nochmal samstags in die Stadt. Und es kommt eigentlich bis jetzt nur positive Resonanz. Der Spezialitätenmarkt hat sich herumgesprochen und findet bereits seine Stammkundschaft. Ich bin vom Angebot auf dem Spezialitätenmarkt sehr begeistert. Es gefällt mir sehr gut. Insbesondere der Laden mit diesen Antipasti ist sehr schön.
Zunächst bis Ende Oktober soll der Spezialitätenmarkt geöffnet sein. Doch angesichts des großen Erfolges wird über eine Verlängerung jetzt schon nachgedacht.